Alles? Rachel? Was um Himmels Willen ist denn? Es war furchtbar. Der Donner und die Blitze. Und dann war der Strom weg und alle waren im Veranstaltungsraum und ich habe ihnen gesagt, sie sollen da bleiben. Und dann meinte Sean Davis, er lässt sich nicht von einem Schulmädchen rumkommandieren und ging raus, um eine zu rauchen und ist nicht wiedergekommen. Und dann ist Di ihm nachgegangen und auch nicht wiedergekommen. Wo ist Dylan? War er bei Sean und Di? Nein, ich habe auf ihn aufgepasst. Glauben Sie, sie kommen wieder? Ich weiß es nicht, Rachel. Ist egal, was alle denken. Ich weiß nur, wenn er mein Baby wäre, würde ich ihn nie zurücklassen. Selbst wenn die Welt untergehen würde, käme er an erster Stelle. Du wirst mal eine gute Mutter, Rachel. Oh, keine Angst. Alles ist gut. Geh wieder rein und sag den Leuten, dass sie das toll machen. Wirklich ganz fantastisch. Ich muss hier erst noch schnell ein paar Dinge erledigen, dann komme ich zu euch. Okay. Na los. Wow. Ez ilyen nagy terület. Valahol csörög a telefon. Du kannst sie nicht retten. Pack einen Koffer und komm zum Bahnhof. Es fahren keine Züge. Hörst du denn kein Radio? Wegen der Grippe. Das ist nicht die Grippe, Lizzie. Gott, Steven, ich bin nicht dämlich. Natürlich ist es nicht die Grippe. Aber die Bahnhöfe sind trotzdem dicht. Es gibt einen Zugangsweg direkt neben dem Haupttunnel. So kommst du raus. Den haben sie sicher vergessen. Du weißt, was hier los ist, oder? Du darfst nicht mehr telefonieren. Was, telefonierst du etwa nicht gerade? Witzig. Hör zu. Benutzt das Telefon hiernach nicht mehr. Fernsehen und Radio auch nicht. Es versteckt sich im Signal. Du sagst das, als wäre es lebendig. Es gibt wohl kein Wort für das, was es ist. Versprich es mir. Sag niemandem was. Pack heimlich dein Zeug und triff mich morgen am Bahnhof, ja? Ich fühle mich schrecklich, halt die Leute hier zu belügen und zurückzulassen. Die Idee mit dem Stück war genial. Du warst doch schon immer ein helles Köpfchen. Ich liebe dich. Wir sehen uns morgen. Már elnézést a kifejezésért, de ez a Steven egy ritka nagy mocskosság fej. Tehát emlékeztek, a játék legelején Kate-nek is azt mondta, hogy szeretlek. Most meg Lizzie-nek is ezt hazudja. Mondtam, hogy nagyon nagy seggfej ez az ember. Ezért volt nagyon szimpatikus Frank, simán szétlocsantotta volna a fejét. Én is azt tenném a legszívesebben. Oké. Most akkor azt kellene csinálnunk, hogy követni kellene ezt a fényforrást, mert nem szeretném, hogy megint bebágozódjon. Hey, Shipley, wir müssen mal reden. Was? Komm her, du Dummkopf, und sei nicht so laut. Weißt du, wer ich bin? Ja. Sie arbeiten für McHolloway. Charlie Tate. Nenn mich Charlie. Worum geht's, Charlie? Rachel Baker. Was ist mit ihr? Was soll das, Kleiner? Ich bin nicht von gestern. Hast du Lust auf eine Tracht Prügel? Sie ist 16. Sie ist kein Kind. Das sag mal ihrem Vater. Er macht dich kalt. Ich liebe sie aber. Liebe hört nicht einfach auf. Ich sag ja auch nicht, dass du aufhören sollst. Sei einfach nur vorsichtig. Heh! Azt mondja, hülye gyerek. Nem gyerek, 16 éves. Hát basszus, dehogy nem gyerek. Oh. Micsoda tükröződések. Megyek, megyek. Most végig követni fogom ezt a gömböt. Nem akarok még egy olyan fiaskót, mint a Franknél.
Nicht anfassen. Ist schon gut. Sieht aus wie Sonnenbrand, aber die Form ist seltsam. Tut es weh? Ich merke es gar nicht. Jetzt mach keinen Wirbel drum. Ich fasse es nicht, dass du Kate dort gelassen hast. Erzähl mir doch, was passiert ist. Sie hat bestimmt nicht mal gemerkt, dass ich weg bin. Ach, es ist wirklich nichts. Du lügst. Lüg mich nicht an. Schön. Wir haben gestritten. Aber sie arbeitet eh die Nacht durch. Steven, hör mir zu. Gab es einen Unfall? Hast du dir so das Gesicht verbrannt? Es ist nichts. Irgendwas, keine Ahnung. Es gab ein bisschen Stress und dann haben wir gestritten. Sie wollte bleiben und mehr Daten sammeln. Hat sie auch Verbrennungen? Ist alles in Ordnung? Herrgott, Lizzie, schläfst du mit mir oder mit ihr? Ihr geht's gut, uns beiden geht's gut. Ich will nicht über sie reden, ich bin deinetwegen hier. Ich mache mir Sorgen. Brauchst du nicht. Komm ins Bett. Mir ist völlig egal, dass er mit dir gevögelt hat. Mich hat nur geärgert, dass er mich behandelt hat, als wäre ich zu dumm, es zu merken. Ich träume mich durch den Lichtsturm und sehe das Muster auf seiner Haut, während er verbrennt. Ich wache auf und meine Augen sind voller flüssigem Licht. Ich werde die 5 verbleibenden Türme am selben Punkt im Himmel konzentrieren. Wenn es Kommunikationskanäle erschafft, sollte das die Bandbreite sprunghaft erhöhen. Most ez is beragad, én olyan szinten agyfasz kapok. Ja? Dai, gerade kam im Radio, dass sie die Straßen sperren. Irgendwas wegen der Grippe. Niemand hier hat die Grippe, Sean. Hier grassiert keine Grippe. Mrs. Graves hat gesagt, dass noch eine Familie abgereist ist. Die sind wohl letzte Nacht verschwunden. Aber ihr Wagen und ihre Sachen sind noch hier. Listen, Dai. In 2 Tagen hauen 15 Leute einfach ab. Das gefällt mir nicht. Wo ist das Baby? Im Wohnwagen und schläft. Sean, ich will nicht hier herumsitzen und einfach abwarten. Wenn wir jetzt losfahren, kommen wir noch aus dem Tal raus, bevor sie die Straßen dicht machen. Glaubst du echt? Ja, wir können die Nebenstraßen nehmen, durch die Wälder. Ich lasse ein bisschen Geld für Mrs. Graves hier. Ihr Mann ist auch noch nicht wieder da. Er ist ein Säufer, oder? Habe ich gehört. Ist doch auch ihr Problem. Sei nicht so fies, Sean. Los, komm, wir holen Dylan. Na, ugyanígy kellett volna tovább mennie a fénygömnek Franknél is. Tovább kellett volna haladnia saját magától, de nem tette. Azt a mindenit, de jól néz ki. Esőben is. Megyek. Ich glaube, es ging schnell. Ich weiß, das macht's nicht leichter. Gehen Sie bitte. Wir konnten nichts tun. Tut mir leid. Es tut mir so leid, Kleiner. Sie haben das Baby geweckt. Lassen Sie mich allein. Rachel, tut mir leid. Thank you.
Ó, jó, szakad az eső. Azt mondod, menjek be? So haben Sie es vorgefunden? Ja, ich sehe morgens immer gleich als erstes nach, ob er seine Pillen genommen hat. Mr. Coles ist nicht sehr gesund, Elizabeth. Es ist gut möglich, dass er ziellos herumläuft, falls sein Zustand sich verschlimmert hat. Der Verstand ist sehr zerbrechlich. Es sieht ihm einfach nicht ähnlich, finde ich, Doktor. Er versäumt das Vormittagsbingo nie. Er hat nicht geraucht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein seltsames... Sieht aus wie Asche. Also, das ist komisch. Reese hat gestern hier sauber gemacht. Der kann was erleben. Sieht nicht aus wie Zigarettenasche. Seltsam. Dr. Wade, gerade kam ein Anruf. Man braucht uns im Dorf. Offenbar ist Mrs. Boughton verschwunden. Most merre ment a fénygömb? Erre, ugye? Jól láttam. Erre jött. De itt hallanám. Ah, megyünk a medencéhez. Jó, emlékszem, itt egy medence volt. Az van elkerítve? Ja, nem, nem. Ez nem az. Na mondjad, mit akarsz? Menjek ide be, pályára, azt mondod? Tessék. Ez ziemlich krass, oder? Ja, abszolút. Hast du sowas schon mal gesehen? Die vom Observatorium sind bestimmt mega happy. Die feiern wahrscheinlich gerade eine Party. Das ist echt Wahnsinn. Total. Okay, muss los. Kurz alleine. Der Kleine ist die halbe Nacht wach. Kriegt Zähne. Meine Frau killt mich, wenn ich zu lange bleibe. Nacht, Kumpel. Nacht. Oké. Arra, jó, rögtön megyek oda, csak előbb megnézem, hogy mi van itt benn. Ez csak egy öltöző. Ja, nincs itt semmi lényeges. Oké, erre fele jött a dolog. Itt még nem jártunk. Ott van, jó, megyek. De vécére nem megyek. Vajon erre is? El lehet menni? Aha, itt is van egy ilyen átjáró. Ó, ilyen piknikezés volt itt. Ó, és még füstöl a grillező is. Oda néz. Dies ist eine Meldung des Herberten Bezirksratkomitees für Katastrophenschutz. Straßen und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinder, Führer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie.
Igen, most azt mondták, hogy lezárták az utakat és a vasutakat, hogy az influenzát kordában tartsák. Gyakorlatilag karantént csináltak ebből a településből, de hát ugye ez nem újdonság. Sie sollten nicht rauchen, nicht in Ihrem Zustand. Ist Stevens schuld. Seinetwegen habe ich wieder angefangen. Ich werde Sie nicht aufhalten, aber das Wetter sieht nicht gut aus. Ein Sturm zieht auf. Das hat Steven auch gesagt. Er wollte zu mir kommen, aber er muss erst ein paar Dinge erledigen. Er glaubt offenbar, dass alles hätte etwas mit ihm zu tun. Ich weiß es nicht. Ich gehe jedenfalls, ob er nun kommt oder nicht. Ich schätze, Steven weiß, wie man die Quarantäne umgeht. Er ist schlau. Das müssen Sie zugeben. Aber vertrauen Sie ihm? Tja, ich liebe ihn. Also hoffe ich, das ist genug. Das hoffe ich auch. Hören Sie, falls Sie nicht durchkommen, aus welchem Grund auch immer, ich versammle alle im Gemeindesaal, treibe die Herde zusammen, so in der Art. Ja, ich habe alle Feriengäste versammelt. Sie führen ein Stück auf, Peter Pan. Die Kinder lieben es. Es lenkt sie ab. Haben Sie das gesehen? Mit. Tehát ugye érdekes látni, hogy itt megint a más időrend van. Itt megint még jobban visszamentünk az időben. Ugye itt még a Jeremy, a pap még próbálja összeszedni az embereket. Tehát ez még azelőtt játszódott, hogy a templomban megnéztük a végóráit. Na most hova tűnt? Nem erre jött? Ott vagyunk mi. Ott van. Arrafele menjek? De hát akkor miért erre jött először? Na mindegy, meghallgatjuk ezt a rádiót. Kate mit mond? Alle fünf Türme arbeiten jetzt zusammen und ich habe den Empfang im roten Bereich, aber es reicht nicht. Ich werde versuchen, das Signal durch Turm 6 umzuleiten, um einen einzelnen Empfangspunkt zu schaffen. Durch die Neuausrichtung des optischen Systems sollte theoretisch ein Maximum des Signals am Ausgangspunkt entstehen. Wenn ich mir diesen Ausgangspunkt als siebten Turm vorstelle, ergibt das irgendwie Sinn. Irgendwie. Ich fürchte, das geht weit über alles hinaus, was ich über Physik weiß. Aber egal, einen Versuch ist es wert. Közben Kate megpróbál mindenképp kommunikálni ezzel a fényjelenséggel. Na most, döntsd már el, hova akarsz menni! Hát ez nem arra ment. Jó, hát akkor megyünk arra. És össze-vissza kacsázik. Dies ist eine Meldung des Herberten Bezirksratkomitees für Katastrophenschutz. Straßen- und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinderführer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie.
Megyek, jó van, nyugodj meg. Itt vagyok. Halló? Az előbb ide jött, nem? Á! Hallo, Catherine? Kate, bitte. Elizabeth? Lizzie, ich habe viel von Ihnen gehört. Es ist gut, wissen Sie, Sie und er, es ist nicht schwierig oder so. Sollte es das? Wie bitte? Sie meinten, es wäre nicht schwierig. Warum sollte es das auch sein? Das mit Ihnen und Steven ist lange her und dann ist er weggegangen. Für mich ist es jedenfalls nicht schwierig. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen, oder... Das haben Sie gar nicht. Hören Sie, Elizabeth. Ich, Lizzie, bitte. Lizzie. Gut. Sie scheinen ganz in Ordnung zu sein. Und ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber sehen wir das Ganze einfach realistisch, ja? Also, versuchen wir doch unser Bestes. Das machen die Briten doch so. Ja, das stimmt wohl. Dann tun wir mal unser Bestes. Nekem szimpatikus a Kate. Ő is nagyon szimpatikus karakter. Ő is tök jól áll hozzá a dolgokhoz. Nem nagyon hagyja meg, hogy ez a seggfej ott hagyta. A Steven nevű seggfej. Ő pozitívan áll hozzá. Jól is teszi. Na mondjad! Arra? Jó, megyünk arra. Na itt a medence. És itt nincs semmi. Biztos? Biztos, hogy itt nincsen semmi? Na jó van. Legyen így. Nem merek nagyon elbuklászni, mert tényleg nagyon félek, hogy ez is be fog így bagozódni, mint Franknél. És azt nem szeretném. Ez az izé lesz, ez az előadóterem, aha. Ide kell bemenni. Így van. Aha, Peter Pan, így van, ezt említette.
Á, ott van egy, ez az. Azt aktiválnunk kell. Licht, Schlaf und Liebe. Schlaf, mein Baby, im schattigen Staub. Wolken und Sternenlicht, das bald gezählt. Sind unsere Stunden gezählt? Gehen wir zu Sternenlicht, Schlaf. Liebe. Schläft er? Alles okay, Kleine? Ich bin okay. Gehen Sie schlafen, Charlie. Sie sehen erschöpft aus. Itt most egyszerre több ember is gyakorlatilag meghalt. Rachel és Charlie egész biztos, meg gondolom a kisgyerek is, de itt még itt voltak még ketten, ha jól láttam. De így egyszerre. Ez azért elég durva. Eddig csak egyesével vitte el őket. Aha. Én azt hittem, hogy Lizzie végórájáról fog ez szólni. Már lehet, ő is ott volt. Ugye említette, hogy a Peter Pan előadásra mindenkit oda hívtak, de hát... Lehet, hogy ez akart az lenni, nem tudom. Arra? Fogalmam sincs, hogy most hova megyünk, hogy hova visz minket a játék. Elképzelésem sincs. De azt hiszem, tudom. Mielőtt bejöttünk erre a kempinghelyre, ugye ide nézt, erre néztünk el fölfelé. Azért vannak most itt ketten. Nem tudok gyorsabban menni amúgy. Tehát a játék lekorlátozta a tempót. Ez a maximum, amit enged. Egy kicsit túlzásnak érzem ezt a szintű tempókorlátozást, de hát jó. Wow, ez mi volt?
Jó, hogy egy ilyen particle effect volt, csak hirtelen úgy nézett ki, mint egy nagy hógolyó dobott volna valaki felém. Steven! Kaphatok egy kis fényt? Jó lesz, köszi! Köszönöm! Aha! Arra! Die Daten kommen schneller rein, als ich sie verschlüsseln kann. Zwei Prozessoren sind schon ausgestiegen, einfach durchgebrannt. Bitte, ich liebe dich. Du musst da sofort raus. Es ist nicht sicher. Ich brauche dich, Steven. Ich brauche dich hier. Ich öffne das Tor manuell und lass dich rein. Es ist zu gefährlich. Du verstehst nicht, was hier draußen los ist. Nein, du verstehst das nicht. Wir können das schaffen. Wir können eine Lösung finden. Ich brauche nur mehr Energie. Ich muss das Signal verstärken. Das kann ich nicht alleine. Du hast die Chance gesehen. Du hast alles berechnet. Weißt du noch? Wir sind für all das verantwortlich. Du und ich. Es sind aber nicht mehr bloß du und ich, oder? Gott, Kate, du versuchst mit ihm zu reden, stimmt's? Kate, das darfst du nicht. Steven, ich muss es tun. Nem szeretem Stevent. Ó, ezt a látványt viszont igen. Azt a mindenit. Na, tehát új fejezet kezdődik a játékban. Ugye megnézzük, hogy Stevennél mi lesz. Hát a Lizzie fejezet elég érdekes volt. Kicsit másra számítottam, de oké. Látom, hogy egyszerre elég sok embert is el tud vinni ez a fény. És akkor következő részben elkezdjük Steven fejezetét. Remélem tetszett ez a rész is. Ha igen, tartsam legközelebb is, és innen folytatjuk. Sziasztok!